So, ihr Lieben, dann sucht und findet doch mal wieder Sitzplätze, weil dann geht es jetzt nämlich weiter. Hey, wenn ihr so weitermacht, pulle ich hier gleich den Sekor, ne? Also, wir machen weiter. Bevor ich gesagt habe, wir machen Pause, waren wir vor der Zeit. Jetzt hängen wir um 10 Minuten, was jetzt auch nicht so weiter schlimm ist. Wir haben Besuch inzwischen auch aus Nordrhein-Westfalen. Darüber freue ich mich sehr. Der politische Geschäftsführer ist da, Manfred Schramm. Und der würde gerne ein paar Worte sagen, einfach mal so zum Hallo sagen. Das machen wir doch. Ja, moin. Wie ihr schon gehört habt, ich bin Manfred Schramm, aka Masch, politischer Geschäftsführer des Landesverbandes NRW. Und ein bisschen was habe ich vorbereitet, aber ich glaube, ich lasse das, weil wir in der Zeit ein bisschen hängen, wie ich gerade gehört habe. Ich bin herzlich gerne, sehr gerne hierher gekommen zu euch, nachdem ich heute Nacht 4 Stunden geschlafen habe, bin ich jetzt 5 Stunden gefahren. Aber euren 8. Geburtstag mit euch zu feiern, war mir wert, hierher zu fahren. Deshalb bin ich... Deshalb bin ich auch unerwartet und
nicht ganz unangemeldet. Ich habe heute Morgen eine Mail geschickt, ich fahre doch, ich komme. Jetzt hier. Das mit den Zetteln lasse ich. So ein paar Stichworte, die ich darauf notiert hatte, will ich aber trotzdem nennen. Da steht was von Söder, da steht was von Dobrindt, von Maut. Da steht was von Länderfinanzausgleich. Bayern, NRW ist ja so eine heikle Geschichte. Von Berlin wollen wir gar nicht reden. Da steht auch was von EU-Bedenken, auch in Hinsicht auf Maut. Danach geht es weiter mit ein bisschen Hartz IV, mit Griechenland und Co. Und vor allen Dingen geht es mit Demut weiter, die in all den Themen, die ich jetzt hier nur stichwortartig angerissen habe, keine Rolle spielen, meiner Meinung nach. Wir wissen, dass mittlerweile der Peter Hartz, der uns in Deutschland Hartz I bis IV, ich will nicht sagen eingebrockt hat, aber zumindest verschafft hat, den Élysée-Palast auch besucht, also die Franzosen jetzt versucht in den Griff zu kriegen. Da denke ich, wenn Peter Hartz in Frankreich die Nummern 1 bis 4 erstmal durch hat, denkt in Frankreich keiner mehr an Oh la la oder an Amour oder an Savoir Vivre. So ähnlich wie Peter Hartz in Frankreich auftaucht, sehen es so einige Politiker aus Deutschland EU-weit. Also die Griechen zum Beispiel fördern wir, Hartz IV fordern, fördern, in Sachen Demokratieverständnis und erzählen ihnen gerade, zumindest namhafte Politiker, wie sie bald zu wählen haben. Geht gar nicht. Aber, und das möchte ich jetzt trotzdem vom Zettel hier abarbeiten, das machen die SPD und die CDU mittlerweile in Deutschland auch. Hier bei uns zu Hause. Während die SPD in NRW jeden Gemeinderat und jeden Kreistag eine Resolution für eine 3%-Hürde für Kommunalwahlen an den Landtag schreiben lassen will, fordert der CDU-Nachwuchs, die Junge Union, auf dem letzten CDU-Parteitag auf EU-Ebene eine 3% oder eine 5%-Hürde, ist noch wahlweise. Weil kann ja nicht sein, dass der Souverän wählt, was er will. Womöglich werden wir sonst auch nicht wieder Weltmeister, weder im Export noch im Fußball. Und womöglich machen wir sonst für Menschenpolitik statt für Börsenkurse. Und während Mitglieder aus unserer Bundesregierung weiter in Europa den strammen Max geben und in Deutschland die Menschen mehr und mehr überwacht werden, während die Regierung Ängste schürt und vermeintliche Sicherheit verkaufen möchte, während Millionen Menschen in Deutschland unwürdig drangsaliert werden, während unsere staatliche Rechts- und Verwaltungshoheit für ein paar in Aussicht gestellte Arbeitsplätze und marginale Wachstumschancen einem Abkommen mit privaten Schiedsgerichten, CETA, TISA und so weiter, geopfert werden sollen, stehen wir Piraten hier am Ende einer schwierigen eigenen Zeit. Aber wir sind uns sicherer als je zuvor. Wir werden gebraucht. Wir sind es, die für die größtmögliche demokratische Gleichberechtigung aller Menschen eintreten. Wir sind es, die informationelle Selbstbestimmung ernst nehmen. Wir sind die, die Privatsphäre bewahren wollen. Wir sind die, die diesen absolut sinnlosen Überwachungswahn ablehnen, die die Freiheit, Demokratie und Kultur stärken wollen. Deshalb lasst uns weiter hart arbeiten für ein Leben in Freiheit statt in Angst. In Deutschland, in Europa, überall. Wir sind international aufgestellt. Und das ist mir jetzt wirklich sehr wichtig, wir sind in Bayern, ich bin aus NRW, dennoch, lasst uns unsere Piraten in Hamburg und in Bremen unterstützen, die vor richtig viel Arbeit und vor ganz wichtigen Wahlen stehen. Spendet, fahrt dahin, hängt Plakate auf, macht Infostände mit. Gebt denen in Hamburg und in Bremen richtig Rückenwind, liebe Piraten. Danke, habt die Ehre. So, ja, ich bin ein bisschen kleiner, ne? Wir haben ja noch ein bisschen mehr Besuch aus Hessen. Es war ja nicht nur der Basispirat. Ne? Der politische Geschäftsführer aus Hessen ist auch da, das ist Alex Schnepper. Ich freue mich sehr und bitte euch, ihn mit mir zusammen zu begrüßen. Hallo Piraten! Das letzte Mal, wo ich vor Piraten gesprochen habe, wurde ich dann als Pöllgef gewählt. So schlimm sieht es bei uns aus in Hessen, dass wir aktive in den Vorstand gewählt werden.
Ja. Oder es sieht noch schlimmer aus, weil die Mehrzahl der Landesvorstände aus dem Kreisverband Vorsitzenden sind. Frankfurt. Also ich will jetzt nicht sagen, der Landesverband Frankfurt. Ich grüße übrigens jetzt schon, gleich brummelt es in meinem Handy, das ist wieder Ordnungsmaß. Ja, ich will einen Shitstorm haben. Ich hatte bisher noch keinen. Ich finde es eine Frechheit. Gerade weil wir aus Hessen kommen, ja. Ich habe noch keinen Shitstorm gehabt. Mimi, genau. So, als erstes möchte ich mich für die Einladung bedanken. Und im Namen des gesamten Landesvorstands Hessen ja, euch zu einer tollen Party beglückwünschen. Wir haben in zwei Wochen, Mitte Januar, ein Neujahrsempfang. Wir hoffen, ihn hessenmäßig so hinzubekommen, dass alle satt sind. Ich finde übrigens, der Kuchen war total super lecker. Ja. Ich hoffe, dass die Creative Commons Lizenz, und der kommt nachher mit Rezept in den P-Shop, damit wir ja, Parteienfinanzierung und so, ne? Weil, wenn wir was nicht verkaufen können, dann können wir Kuchen. Kekse ist ja Take a Cookie, ja, Kekse, Kuchen, ja. Auch toll finde ich das Wombat-Plakat, das hängt nämlich übrigens bei einem ehemaligen australischen Innenminister im Büro. Ich habe ihm Datei zugeschickt, weil er begeistert war von den Wombat-Plakaten und den Katzenplakaten aus dem OB-Wahlkampf in Frankfurt. Insofern, ja, Volker Berghut wäre gerne heute auch gekommen, der erste Vorsitzende aus Hessen. Leider spielt die Bahn heute nicht so toll mit Verspätungen aus Kassel und wo auch er gerade aus dem Urlaub kommt. Deswegen wäre sehr gerne dabei, wie auch der restliche Vorstand. Aber wir in Hessen haben dieses mit diesem Feiertag nicht heute. Wir müssen arbeiten, theoretisch. Oh, ja, ja. Okay, genug, stopp. So. Ja, genau. Ja, an dieser Stelle wäre übrigens erst, also wäre das ein Parteitag, wäre jetzt an dieser Stelle jemand gewesen, der gesagt hätte, toll, wann kommen die politischen Reden? Ich mache das ja nicht, ich bin aus Hessen. Ja, ich freue mich schon auf die PPH. Grüße auch an die digitalen Empfangsgeräte daheim. Und falls es Aussätze gibt, in Frankfurt ist die NSA am Knotenpunkt, ihr wisst Bescheid. info@nsa.gov. So, ich komme aus der Zukunft, ja, weil ich bin auch Australier mit Migrationshintergrund. Also ich bin doppelter Staatsbürger, also in echt. Und hatte das tolle Vergnügen, vor 1,5 Jahren in Thailand und Bangkok festzusitzen mit dem deutschen Pass, weil die hatten festgestellt, dass ich eine Online-Petition unterstützt habe für die thailändisch-demokratische Opposition. Und auf meinem Weiterflug nach Neuseeland, nach Auckland, sagten sie, das geht nicht. Dann meinte ich sowieso, ich bin freier Bürger. Also nicht nur ADAC, sondern auch freier Bürger. Und die meinten, ja nee, das geht so nicht einfach. Sie hätten halt festgestellt und irgendwoher Informationen bekommen. Ich so, ja, irgendwoher. Das haben wir gern. Ob ich einen deutschen Botschafter so mitten in der Nacht, 3 Uhr morgens, also dort 3 Uhr morgens, anrufen könnte, um das zu besprechen, weil damit ich weiterreisen dürfte. Schön war auch, dass es so 10 Minuten vorm Abflug Mr. Snapper, please come to the information desk. Und alle 450 anderen Passagiere und ich so, aha, du bist schuld. Ja. Ja, damals hatte ich noch keinen Bart. Ich hätte mir jetzt einen Turban aufgesetzt und die Weihnachts- statt Angst-Sachen angehabt, hätte ich gerne. Aber das war nicht so. Ich durfte nicht weiterfliegen, bis ich dann meinen australischen Pass gezückt hatte. Ich sagte, ach so, gibt es da Probleme? Nee, nee, das ist Himmelswillen. Nee, nee, alles in Ordnung. Die australische Regierung ist da super nett. Die machen auch so viel Geld. Ja, die Geschäftsbeziehungen zwischen Australien und Thailand sind besser als Deutschland und Thailand. Liegt vielleicht daran, dass die Regierung in Australien ja auch zu den größten Überwachungsinstanzen gehört.
die ganzen Punkte, die, wo viel wir Angst haben, ja, habe ich dort erleben können. Also die Zensur im Internet, da wurden Seiten gesperrt. Plötzlich, ich hatte keinen Zugriff mehr auf meinen USB-Stick, habe mir einen neuen gekauft. Ja. Unter einem anderen Namen dann halt. Ach ja, jetzt kann ich es ja sagen. ich bin noch Staatsbürger in Australien. Nachdem dieses Jahr, das wurde in der ganzen Aufzählung vergessen, 2014 wurde ein Gesetz erlassen, viele wissen es vielleicht, dass der Informantenschutz für Presse abgeschafft wurde. Also es gibt keinen Whistleblower-Schutz mehr. Also sagen wir mal, ein australischer Glenn Greenwald würde sagen, hey, ich habe da was voll Geniales, Pech gehabt, 10 Jahre Gefängnisstrafe. Ganz knallhart. Man muss sich vorstellen, dass 70% der Medien in Australien von einem Mann, Rupert Murdoch, gesteuert werden. Das ist so wie, also ist schlimmer als Bild und Springer. Und die kleinen wenigen Zeitungen, die es da gibt, die haben einfach null Chancen, gehört zu werden und selber im privaten Bekanntenkreis arbeiten meine Cousinen und Cousins für ähnliche Unternehmen, die es aber sehr spannend finden, wenn ich aus Deutschland komme und mit der freien Pressefreiheit hausieren kann. Es ist sehr, sehr beängstigend, was da alles zukommt. Und die Piraten in Australien, die versuchen gerade viele Sachen auch gegen zu klagen, die sind echt klein. Ja. Es sind knapp 2000 Piraten dort, die haben keine Landesverbände, weil sie sich das auch sparen, ja. Weil sie keine Zeit und Organisationen dafür verwenden wollen, Landesverbände zu gründen und Orga-Strukturen und sondern sie wollen versuchen, Sachen zu machen. Und ich bin da immer froh, wenn ich irgendwie helfen kann, zwecks Social Media oder Plakate und so. Also die haben noch Plakate aus den 70ern, die sie verwenden, versuchen. Vielleicht kriegen wir es hin, dass wir da besser zusammenarbeiten können. Ich versuche dieses Jahr, mich in den Parteirat reinwählen zu lassen, als Externer. Ich habe das Glück, dass ich australischer Staatsbürger bin und australischer Mitglied der australischen Piratenpartei bin. Na, mal schauen, wie das läuft. Jetzt zum eigentlichen Punkt, warum ich hier bin. ich bin voll nervös. Das habt ihr auch bekapiert. So, ich komme aus der Zukunft und habe aus der dortigen Zukunft eine Geschichte mitgebracht. Also, warum komme ich aus der Zukunft? Weil wir die sind mit den Zeitreisenanträgen. Ja? Wir sind auch die mit Weltraumaufzügen. Das kommt ja alles noch. Das kann ich euch nur berichten. Die Autos, die umherfahren, lächerlich. Wir haben inzwischen Rolltreppen, die uns hin und her beamen. Und ein gewisser, so ein junger Mensch auf Hoverboards fliegt immer wieder zurück in die Zukunft. Und wir haben das Jahr 2015. Mal schauen, was wir dieses Jahr noch erleben werden. Ich will nicht alles verraten. Also ich weiß es ja schon. Jetzt alles zu verraten wäre blöd. Ja, in wenigen Jahren wird man in elektronischen Geschichtsbüchern folgende Geschichte den jungen Leuten in den Schulen erzählen. Sie ist etwas verändert und könnte einigen bekannt vorkommen. Also nicht alles entspricht so der Wahrheit, aber so ungefähr. Die drei Weisen von oder aus dem Neuland. In jenen Tagen erließ ein vor Angst, vor zu wenig Wissen imperialistischer Präsident einer ehemaligen Supergroßmacht den Befehl, alle Bewohner des Reiches und ihre Daten, die sie so erzeugen, in Listen einzutragen. Dies geschah nicht zum ersten Mal. Ein Buch mit 4 Zahlen, 1984, von einem englischen Schriftsteller, warnte schon Jahre vor solch einer Zählung. Da gingen jeder und jeder online, um gezählt zu werden. Aber nicht alle wollten gezählt werden. So auch Julian von der Stadt Townsville in Queensland in Australien. Man kann auch noch Julian aussprechen. Er wollte sich eintragen lassen. Nee, stopp. Eigentlich wollte er das nicht. Er musste ja. Als er dort war, kam für die Gruppierung International Subversives, in die er aktiv war, die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebaren ihr Programm den ersten freien Portscanner Strobe.
wie es der Zufall so wollte. Und damit die Geschichte nicht von Verschwörungstheoretikern zerpflückt wird, gibt es hier eine überraschende Wendung. In jenem IP-Adressraum tummelten sich Noobs auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Nachtwache ist ein alter Begriff für Backups sichern. Da trat der oberste Pöstchenbeauftragte des Root zu ihnen, also Pöstchenbeauftragter Engel, Root Gott. Und der Glanz des Root umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Pöstchenbeauftragte aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in 127.0.0.1 der Retter geboren. Er ist der Whistleblower. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Pfeil finden, das von Guardian gewickelt in einer verschlüsselten Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Pöstchenbeauftragten ein großes himmlisches Heer, das Root lobte und sprach: Verherrlicht ist Root in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Noobs zueinander: Kommt, wir gehen nach Moskau, um das Ereignis zu sehen, das uns der Root verkünden ließ. Also wie gesagt, an dieser Stelle schweife ich aus dem israelischen Raum ab. So eilten sie hin und fanden Laura, Glenn und Edward und das Pfeil, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Pfeil gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Noobs. Laura aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Noobs kehrten zurück, rühmten Root und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten. Denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Was hier nicht erwähnt wird, sind die drei Weisen aus dem Neuland, die von diesem sonderlichen Ereignis gehört haben und sich aufmachten, das vom Volk so bejubelte Pfeil anzusehen. Doch anders als der Rest der Welt hatten Angela aus dem Hause eines Gemüses, cool, ich füge es nur hinzu, ne? Sigmar vom Stamm der Hannoveraner und jetzt Horst aus dem Land der hübschen Burgen und Seen keinerlei Ahnung, von was die Welt sprach. Das Volk aber versuchte ihn durch das gemeinsame Versammlungen deutlich zu machen, also Demos und so. Andere wiederum, welche sich mit Seefahrern auseinandersetzten, priesen das Pfeil und den Edward an. Dies Pfeil und die Inhalte darin waren sehr brisant und zeigten deutlich, wie sehr die drei Weisen aus dem Neuland logen und sich um die Wahrheit windeten. Es begab sich zu der Zeit, dass sich ein Untersuchungsausschuss damit befasste, um mehr Wahrheit ans Licht zu bringen. Ein griechischer Seefahrer wohnte dem Spektakel bei und Fassungslosigkeit machte sich breit. Angela versuchte sich mit Rautenpolitik, Sigmar hatte nichts mehr zu melden und der Horst brauchte zur Zerstreuung nur einen Nerd mit Brille, welcher vom Thema ablenkte, indem er über eine nette Einnahmequelle gut Steuern das Volk verwirrte. Für Steuern das Volk verwirrte. Die Informationen aus der Zukunft verlieren sich danach in der Geschichte über den tatsächlichen weiteren Verlauf. In den nichtstaatlichen Nachschlagewerken ist von Überwachungsstaat, Zensur und Einschränkung der Meinungsfreiheit die Rede. Aber ich kann mich auch bei meiner Zeitreise geirrt haben, solange die Gedanken sind frei sind und wir noch die Möglichkeit haben, den Weisen, Politischen in den Allerwertesten zu treten. Solange sollten wir das machen. Und andere Gruppierungen, die anderen Mitmenschen, die Menschlichkeit absprechen, gehörig die Stirn bieten.
Rassismus, Fremdenhass und Antisemitismus haben in dieser Welt keinen Platz mehr. Kein Fußbreit. Amen. Danke. Ja, ich bin schon wieder fertig. Meine Güte. Es ging schneller, als ich dachte. Ihr könnt auch mal aufhören, meinen Twitter-Namen jetzt so, so vibriert hier. Also nach 23 Uhr könnt ihr das wieder machen, da bin ich wieder in Frankfurt. Der Shitstorm, ja genau. Ich finde es super klasse, was ihr alles hier auch geredet habt und gesprochen habt, und ich finde es total geil, wenn wir uns intern auch aufraffen würden und können. Ich habe an Weihnachten mit einem Bundestagsabgeordneten aus meinem Heimatort gesprochen, der gerade für Hessen speziell sagt, die Piraten sind die Alternative, also die wirkliche Alternative in Hessen geworden, weil in Hessen die Grünen, also er ist von den Grünen und ist ziemlich enttäuscht, was die Grünen so gemacht haben, zwecks Machterhalt, einfach mal bei den CDUlern mitlaufen, und hofft sehr, dass wir noch lange bestehen bleiben. Also und der ist nicht seit kurzem in der Politik, der war vorher Landtagsabgeordneter, der ist jetzt Bundestagsabgeordneter, und mit vielen anderen habe ich auch gesprochen. Also die Politik, die sieht uns noch da. Uns jetzt abzuschreiben, das machen halt schon die Oberen, ne? So Angela, Sigi und etc. Aber hey, es gab ja auch solche Leute bei der FDP. Ne? Die FDP, ja. Übrigens, FDP, euer neues Logo, ja, das ist toll, aber hier ist er zu spät, weil dieses Magenta-Farben, das hat vorher jemand schon getwittert, ne? Das hatten wir auch mal, dieses Wählen, was verbindet, ne? Piraten-P, so, wann verklagen wir jetzt die FDP? Und ich schließe mich meinen Vorrednern auch an, wir sollten in Hamburg, in Bremen und wo auch immer, in Bad Württemberg dann Landtags- und in Hessen die Kommunalwahl anstehen, alles Mögliche rocken. Ja? Und wir sind noch lange nicht abgeschrieben, und ich möchte mal wieder Basis sein, deswegen auch nicht. Es macht total viel Spaß als Landesvorstand in Hessen gerade. Das ist, ich kann es nur empfehlen. Macht aber den Fehler, nur aktiv in den Landesvorstand zu wählen, weil dann fehlen die euch bei anderen Aufgaben, und das merke ich gerade sehr schmerzlich. Ohne Programm, ja genau. Wir haben dieses Programm ja nicht resettet, wir haben ja noch eins. Ne? Wobei, ja, wir machen das neu. Ich weiß nicht, wie viele Minuten ich noch habe. Ich könnte jetzt irgendwas noch erzählen, aber ich könnte auch einfach sagen, ich bin hier fertig und würde mich freuen, wenn wir hier noch super Zeit haben. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Mein Onkel war hier in Tenlohe SPD-Abgeordneter. Kleine Anekdote, meine Tante war früher Bundesjustizministerin. Die spricht mir kein Wort mehr, weil ich einer anderen Partei angehört als sie. Ja, es liegt auch da, dass sie der Partei angehört, die Vorratsdatenspeicherung möchte. Ich nicht. Familienfriede, ich freue mich. Also, Dankeschön. Tschüss. Willst du mich noch ankündigen? Okay, danke Schnappi. Ja, mit der Politik in der Verwandtschaft ist das so eine Sache. Ja, ich möchte unseren Mandatsträger aus Nürnberg ankündigen. Michael, du erzählst uns jetzt was. Hau rein. Der Quotenmandatsträger, aber nicht der Einzige.
Also wir haben jetzt wahnsinnig viel über Theorie gehört und was man so in der Politik alles macht. Ich erzähle jetzt aber Schwenke aus dem Nürnberger Stadtrat nach dem Motto, ich habe den kurzen Vortrag, oder es ist eigentlich kein Vortrag, es sind so eine Aneinanderreihung von Highlights, und es heißt Entscheidungsschlacht am kalten Buffet oder wo die Meinungsbildung in Parlamenten wirklich stattfindet. Das ist nämlich eigentlich relativ wichtig. Also wie stellt sich der Laie Demokratie vor? Das kennen wir ja aus der Schule, Demokratie ist griechisch. Also stellen wir uns vor, irgendwie, es gibt eine Top, irgendjemand ruft die Top auf, dann kommt es zu einem Thema, kommt es zur Auseinandersetzung, Redebeiträge, die Senatoren stehen auf in ihren weißen Gewändern, philosophieren vor sich hin, dann kommt die Kontrapartei steht auch auf, hält die philosophische Gegenthese, danach kommt es zu einem Konsens, es kommt die Abstimmung, und die Abstimmung ist klar, weil es bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig, das ist ja quasi so ausdiskutiert. Also so ähnlich wie bei uns die Bundesparteitage stattfinden. So ist es halt in der Regel nicht in den Parlamenten oder zumindest in den großen Städten. Ich denke, die großen Städte sind ähnlich wie Landes- und Bundesparlamente, sondern die Vollversammlungen sind eigentlich Show. Das mache ich jetzt am Beispiel von unserer Haushaltsdebatte. Man, vielleicht kann das der Münchner Kollege bestätigen. Die Haushaltsdebatte fängt bei uns an. Also da geht es in Nürnberg um 1,6 Milliarden zum Verteilen. Und in Städten ist eigentlich die Haushaltsdebatte der Dreh- und Angelpunkt, weil mit dem Geld kann die Politik die Verwaltung steuern. Das kannst du ja eigentlich sonst noch durch Anträge und durch Weisungen, aber so mit dem Geld kann man ja am meisten wehtun. Bei den Nürnberger Haushaltsdebatten weiß man, wenn in der Früh um 9 Uhr das losgeht, eigentlich schon was um 17 Uhr rauskommt. Also es waren 4 Stunden lang Grundsatzreden, mehr oder weniger erquickend von den ganzen Parteien, wo sie so ihre Schwerpunkte setzen und wo so die allgemeine Thematik hingeht in den nächsten Dingen. Also das muss man sich 4 Stunden lang anhören. Also als Mandatsträger im Stadtrat hat man Anwesenheitspflicht. Ne? Also man kann nicht einfach rausgehen und 2 oder 3 Bier trinken, sondern man muss sich das antun. Und danach gibt es meistens Mittagspause und danach wird der Haushalt so in 2 Stunden lang durchgewunken. Das heißt, wir haben in Nürnberg eine große Koalition. Das heißt, alle Änderungsanträge von SPD und CSU werden mit Mehrheit beschlossen und die Grünen dürfen ab und zu noch ein bisschen mitspielen, also wenn sie es schön vorher abgesprochen haben, und der Rest wird eigentlich abgeschmettert. So, was lernen wir daraus? Also ich war da, ich habe dieses Jahr noch keine Änderungsanträge gemacht, weil ich habe mir gedacht, ich schaue mir jetzt das ganze Spiel an, weil auf Haushalts-, also auf Schaufensterreden oder Schaufensterdebatten habe ich eigentlich keinen Bock. Deswegen, das habe ich auch in meiner Haushaltsrede so gesagt, meine hat, schlag mich tot, 5 Minuten gedauert, weil ich gesagt habe, ich habe so, also diese Rituale habe ich noch nicht ganz intus, und ich denke, wir Piraten sind ja eigentlich da, diese Rituale zu hinterfragen und dann an den richtigen Schwachstellen den Hebel anzusetzen. So, wenn man das jetzt quasi hochrechnet auf die Bundestagsdebatten oder auf TTIP, finde ich das erschreckend, weil wenn dann gesagt wird, naja, TTIP wird jetzt ausverhandelt, aber wir besprechen ja das noch alles dann im Parlament, dann muss ich sagen, haha. Also es wird wahrscheinlich von 7 oder 8 Leuten durchgelesen und die geben dann die Linie vor und dann wird es halt durchgestimmt. Also so sieht es dann aus. So. Kommen wir zum Beispiel 2, Stellenplan. Also ich bin in Nürnberg im Personal- und Organisationsausschuss. Die sind so besetzt, wir haben 12 Ausschussmitglieder, es gibt 6 SPDler, 4 CSUler, einen Grünen und mich. Und es war so, also auch als Neuer habe ich mir gedacht, na gut, mit der Grünen kannst du eigentlich ganz gut, also deswegen kommt man eigentlich auf den Ding. Man lernt eigentlich die Leute immer meistens bei anderen, also die Leute von anderen Parteien lernt man nicht im Parlament kennen, sondern die lernt man auf den berühmten Abendempfängen oder Ausschüssen in anderen Städten, also so Dienstreisen oder die Grüne habe ich kennengelernt, Assessment Center. Also es das heißt, die Stadt Nürnberg stellt quasi für die hohen Positionen, die besetzt werden in der Stadt, gibt es so Assessment Centers. Das heißt, das Personalamt macht so Vorauswahl und dann müssen die Kandidaten da so 2 oder 3 Aufgaben erfahren. Und da hockt dann auch immer Vertreter von den ganzen großen Parteien, beziehungsweise von den
von der Ausschussgemeinschaft und mit den Grünen rum und in der Pause denkt man sich halt das Unterhalten an. Also gut, und ich fand eigentlich die Grüne ganz sympathisch und habe ich dich vorher mal angerufen, habe gesagt, so, wie ist es so mit Stellenplan? Also der Stellenplan wird von der Verwaltung vorgeschlagen und dann kann quasi die Parteien können quasi Änderungen anträgen. Das heißt, sie können Stellen schaffen und können auch Stellenstreichungen vornehmen. Und was man wissen muss, vielleicht als Background, von den 1,6 Milliarden Haushalt in Nürnberg geht ein Drittel nur in Personalkosten. Es wird in München wahrscheinlich ähnlich sein. Also wir haben, glaube ich, so 9.000 städtische Angestellte nur im Kern. Und dann gibt es also noch so, da steht VAG und Energie und die ganzen städtischen Töchter sind da noch gar nicht dabei. Also gut, dann habe ich die Grüne angerufen und gesagt, wie läuft denn das? Und dann habe ich gesagt, naja, du kannst jetzt schon, such halt mal ein paar Stellen aus, die du vielleicht politisch sehen würdest, und dann musst du aber Änderungsanträge machen, das heißt, du musst dann halt andere Stellen streichen. Naja, und es ist so, in Nürnberg sollen die Stadträte Tablets bekommen, um diese ganze Papierflut, also als Stadtrat wird einem nie langweilig, man kriegt wahnsinnig viele Unterlagen zu lesen, und wenn man nichts zu lesen hat, dann muss man auf Empfänge. Also um diese ganze Papierflut zu bewältigen, will die Stadt ihre Stadträte mit iPads oder mit anderen Tablets ausstatten, um diese ganzen Unterlagen papierlos zu geben. Und dafür soll eine Stelle als Betreuung geschaffen werden. Und also beim Durchblättern habe ich mir gedacht, naja, das wäre eigentlich schon, ob das jetzt so sinnvoll ist, weil eigentlich jetzt da extra Stelle, um die Stadträte zu bespaßen, muss ja nicht unbedingt sein. Und dann habe ich zur Elke Leo gesagt, naja, also über die bin ich auch gestolpert, die könnte man ja diskutieren. Gut, und dann kam es zur Sitzung, da wurde halt auch wieder im Personal- und Organisationsausschuss wird quasi der ganze Stellenplan vorbesprochen. Und die Grünen, die kennen ja das schon, die Spiel, die hatten mehr Änderungsanträge, und also die wollten, was weiß ich, lauter so schöne Sachen wie Menschenrechtsbüro noch eine Stelle und keine Ahnung, schlag mich tot. Und als Gegenvorschlag wäre halt diese iPad-Stelle zu streichen. Na gut, das hat sie wohl nicht vorher mit den zwei Großen besprochen, weil die waren natürlich voll dagegen. Und dann habe ich gesagt, naja, jetzt habe ich mir überlegt, nee, also um auch was die Debatte irgendwie zu machen, weil als Pirat solltest du dir ja eigentlich Kompetenz in diesen Themen zeigen, sage ich, na gut, dann schlage ich eine Befristung vor. Also wir stellen da jetzt keine voll eine, sondern schlage eine Befristung vor. Und es war wohl teilweise so einleuchtend, dass die CSU ein bisschen verunsichert war beim Abstimmungsverhalten. Und zwar ist es so, wir haben eine große Koalition, CSU und SPD ist, die besprechen alles vor. Die SPD ist eigentlich so eine Kaderpartei, das heißt, da, wenn der Vorsitzende die Hand hebt, heben alle die Hand. Und bei uns ist im Moment so, die CSU schaut immer, was die SPD macht. Und ich sitze immer neben der CSU, weil der ist lustiger, zwischen CSU und Grünen. Weil, wie gesagt, die SPD spielt immer so auf Kaderpartei, da sind auch die ganzen Redebeiträge vorher abgesprochen, wer was sagt. In der CSU, die machen es ein wenig lockerer. Da kommt auch ab und zu Stimmung auf, und die SPD beschwert sich dann immer, warum die CSU ja wieder ihre Show abzieht. Das wäre doch alles viel kürzer zu machen. Wo man noch auch sagen muss, die CSU bei uns ist ein wenig gespalten. Die einen, also wir haben ja die große Koalition, die eine Hälfte sagt, das ist Schwachsinn, da will immer weiter stimmen. Die anderen sagen, wir müssen da halt jetzt weitermachen, sonst haben wir gar nichts mehr zu sagen. So, also gut, dann habe ich den Änderungsantrag, na gut, dann streichen, also dann befristen wir halt diese Stelle vorgegeben. Dann wird bei uns immer nach Gegenstimmen gefragt. SPD ging zackig hoch, und dann habe ich zur CSU rübergeschaut, und die haben sich erst einmal selber dumm angeschaut. Und dann haben sie zur SPD rübergeschaut und gesagt, gut, wenn die das ablehnen, dann müssen wir es auch ablehnen. Das hat es übrigens auch in die Zeitung geschafft, weil ich habe dann auch einen Wortbeitrag gemacht, also ihr müsst mal das nächste Mal ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, das halten sie sich das nächste Mal drin. Also was lernen wir da eigentlich daraus? Nach der Sitzung kam die stellvertretende Fraktionsvorsitzende von der SPD kam hier und sagt, Herr Bingel, wenn Sie solche guten Ideen haben, dann sagen Sie es halt vor der Sitzung. Na, das ist, sagen wir so, das sind, ich denke, das kriegt man so als Außenstehender nicht mit, aber das sind eigentlich auch so die Regularien, wie es in allen Parlamenten vorliegt. Also das ist auch ist es ein großer Unterschied, ob wir in der öffentlichen Sitzung sind oder nicht in der öffentlichen. Und es ist ein großer Unterschied, ist Presse und Zuschauer da oder sind keine Presse und Zuschauer da. Weil wenn keiner da ist, dann braucht man, kann ich seine Grundsatzreden abhalten, weil wozu?
die andere Partei braucht man nicht beeindrucken, weil die wissen auch, wie sie abstimmen sollen. So, dann, warum ich das eigentlich, dann komme ich zum dritten Beispiel, Steilvorlage Sur. Das heißt, als Stadtrat kriegt man wahnsinnig viele Einladungen auf Empfänge, Schlag mich tot und was weiß ich. Also unser LAVO hat ja auch den Schnittchenindex eingeführt, den kann ich nachvollziehen. Weil es ist so, anderes ist, also wenn du mal Stadtrat bist, dann ist der nie langweilig und musst da weniger zum Essen kaufen. Weil du halt meistens so bei mehr oder weniger guter Qualität ausgehalten wirst. Und da lernst du eigentlich, wie gesagt, die Leute kennen. Das war Empfang auf der Burg, da habe ich einen von der CSU kennengelernt, der eigentlich, wenn man nicht kennt, einen relativ, wenn so Söder-Typ ist, also geschniegelt, gebügelt, wenn er was sagt, kommen meistens Phrasen, aber er macht das eigentlich recht locker. Und mit dem habe ich mich dann unterhalten und ist ein ähnliches Alter und hat erzählt, wie es bei den, ich habe erzählt, wie es bei den Piraten los so ist und er hat erzählt, wie es früher bei den bei der Jungen Union war. Also wir haben einen gewissen Draht miteinander und ich habe gewusst, der macht immer so, der macht da wegen so den Hau drauf. Und dann war Söhr, war nicht öffentlich, ging es um eine Vergabe von Architektenleistungen ohne Ausschreibung. Da habe ich dann schon, also ich habe ja so als Pirat hast du so Nannfreiheit, du kannst da nicht immer was sagen, stört keinen, wo du trägst halt so Unterhaltung bei. Oder du kannst aber auch Themen anstoßen. Und es war halt so, ich habe dann gesagt, naja, 200.000 ohne Auftrag halte ich jetzt nicht so knackig, also ohne Ausschreibung, weil normalerweise, wenn es über bestimmte Summe bist, musst du öffentlich ausschreiben an verschiedenen Sachen, also an Angebote einholen. Und dann gab es aber verschiedene Gründe, warum der hat er halt schon angefangen und war gut und hat sich bewährt und es gibt keine anderen und die Phrasen kommen dann halt. Na gut, aber ich habe das quasi als Thema aufs Tablett gebracht. So, und dann habe ich so rübergeschaut zur CSU und dann meldet sich der Kollege und ich habe jetzt schon gewusst, was kommt, dann drehe ich mal über und blinzel ihm so zu. Und es hat er eigentlich wunderbar, der hat dann so aufgestanden, ja, was der Herr Bengel sagt, ist eigentlich und bla 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 und hat er voll seine Rhetorik abgezogen, was eigentlich relativ gut war, es war halt bloß keine Presse da. Also, weil ansonsten, denke ich, kann man da auch, also wie gesagt, man kann oder die Hoffnung ist bei uns in Nürnberg, dass man die CSU ein wenig so treibt, dass sie so dieses sich ein wenig von der SPD löst, weil diese großen Koalitionen einfach alles erdrücken. Also jede Diskussion, weil wie gesagt, du weißt in der Früh eigentlich schon, wie die Abstimmung läuft. So, das vierte Beispiel war eigentlich ein ganz interessantes. Und zwar bin ich im Bayerischen Städtetag auch im Personal- und Organisationsausschuss. Und da ist im Prinzip die stellvertretende Fraktionsvorsitzende von der SPD dabei. Und wir waren in München und da hat ein Bürgermeister hat das Thema aufs Tablett gebracht, Korruption auf Mandatsträgerebene, kommunal. Das heißt, klingt nicht so erschreckend, wie es ist, aber das Bundesgesetz wurde geändert, dass kommunale Mandatsträger auch Geldwäsche und eine Geldwäsche nicht halt unter das Korruptionsgesetz fallen. Also da muss man sich jetzt nicht vor. Also wir waren ein wenig verunsichert jetzt nicht, wie man mit diesen Geldkoffern umgehen soll, die nicht an uns herangetragen werden, sondern ein Bürgermeister hat erzählt und es war eigentlich hat mich ein wenig erschreckt. Er wurde von seiner städtischen Tochter auf einen Kabarettabend eingeladen und seine Rechtsabteilung hat dann gesagt, da darfst du nicht hin, weil das ist Einflussnahme. Na gut, und dann waren wir so drin gesessen und gesagt, was machen wir jetzt daraus? Also weil die Stadt Nürnberg vergibt ja auch viele freie Mittel. Also, und du wirst ja als Stadtrat zugeschissen mit Einladungen. Also war mein Problem ja gut, machen wir es. Wie gehst du mit der Situation um? Also die Stadt Nürnberg verteilt an die Nürnberger Symphoniker zum Beispiel 1,5 Millionen in Zuschuss und die laden dich zum Neujahrskonzert ein. Das machen die ja nicht ohne Hintergrund. Auf der anderen Seite ist es halt eine kulturelle Veranstaltung. Ja, und dann waren wir war ich in der stellvertretenden Fraktionsvorsitzende auf der Rückfahrt im ICE und habe gesagt, naja, da könnten wir jetzt eigentlich einen Antrag machen im Stadtrat, dass es einfach, dass die Verwaltung die Sachlage erklärt und quasi den Mandatsträgern irgendwelche Anweisungen mit an die Hand gibt,
wie sie mit der Situation umgehen. Und es war dann, kam dann zum ersten Antrag von der SPD mit einem Piraten. Der Oberbürgermeister Mali, ein sehr redegewandter Mensch, hat mich dann als den roten Korsan bezeichnet. Das habe ich dann aber abgewiesen. Und es war dann aber eigentlich auch recht witzig, weil wir haben uns dann im Prinzip abgesprochen, weil es ist ja auch so, es ist große Vollversammlung, der Antrag wird vorgestellt und du hast mehrere Möglichkeiten, du kannst den Antrag, also Rederecht ist zwar immer ein wenig anders geregelt von Stadt zu Stadt, aber bei uns kann der Antragsteller den Antrag begründen, dann kommt er quasi aufs Wort und dann kommt meistens die Verwaltung, gibt ihre Stellungnahme und dann kannst du noch ein oder zweimal dich melden zu der Sache. Und wir haben halt dann gesagt, na okay, die SPD-Kollegin hat den Antrag dann begründet, also vorgestellt, warum es macht. Und ich habe dann halt als Redebeitrag das Beispiel, genau dieses Beispiel, also Einladung Nürnberger Symphoniker, was machen wir da? Und das ist eigentlich, warum erzähle ich das? Weil das eigentlich interessant ist, wie du, auf welchen Ebenen du dann mit anderen Parteien und mit anderen Leuten zusammenarbeitest. Also als Alleinvertreter kann man eigentlich in einem so großen Parlament relativ wenig machen, außer mit Schaufensteranträgen, die dann halt in der Zeitung stehen, aber da hast du nichts davon. Aber das Wichtige ist eigentlich, die Kontakte zu knüpfen zu den Playern in den anderen Parteien und dann quasi auch die eigenen Themen da nahe zu bringen, quasi dafür zu werben. Und das muss alles im Vorfeld laufen. Wenn das Ding aufgehoben ist als Top im Parlament, ist es zu spät. So, und da kommen wir zu den Piraten. Und das denke ich, was können wir eigentlich da lernen? Oder ich hab mir dann auch gedacht, weil die Arbeit bei uns ist schon ganz lustig, aber ich finde es immer teilweise ein wenig verlaufen. Was können wir da eigentlich Gutes von den anderen Parteien lernen? Und das haben wir drei Punkte aufgeschrieben. Das eine ist halbwegs geschlossen auftreten. Das machen wir ja, also ich denke, es wird besser. Das andere ist, und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, auch das Personal suchen. Also das Personal intern suchen, ausbilden und dann aber auch platzieren. Und da tun wir uns im Moment noch ein wenig schwierig. Also ich habe Antwort, wie man das macht, aber diese Talente müssen eigentlich platziert werden, einmal auf den eigenen Wahllisten, dass die vorne sind und zweitens dann halt auch wenn möglich über Wahlprogramm und Wahlkampf, dass sie in die Parlamente einziehen und dort wirken, weil ich denke, ich habe jetzt eine ziemlich provokante These jetzt, Politik wird nicht von Parteien gemacht, sondern Politik wird eigentlich von Personen gemacht, es kommt immer auf die eigenen Personen an. Das ist mir übrigens aufgefallen in Brüssel. Also wir waren auf Inforeise in Brüssel. Da wurde gerade die neue Kommission vorgestellt. Und da ging es eigentlich, da hat es bei mir Klick gemacht und hat gesagt, okay, du musst es als Partei schaffen, erstens eine kompetente Person aufzubauen, die zu schulen, an die richtige Position zu bringen, weil wenn die dann mal also als Endstufe vielleicht Kommissar ist, dann kann die wirken. Und es hängt nur von dieser Person ab, wann die macht. Diese ganzen Kommissare haben eigentlich ihren eigenen Fahrplan und die setzen ihre eigenen Agendas und bauen dann quasi die eigenen Verwaltungen so auf, dass sie ihre Agendas umsetzen. So, und was heißt das jetzt eigentlich für uns in Zukunft als Partei? Also ich denke, wir müssen diesen Transparenzbegriff feiner sehen. Also ich war auf der OpenGov-Veranstaltung in München und da wurde es ganz klar gesagt, wir haben da irgendwie so ein Missverständnis. Transparent heißt nicht, dass man überall mitgackern kann. Sondern Transparenz heißt, man kann überall reinschauen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben so den Mythos der Mitmachpartei. Also als ich die Kommunalpolitik in Nürnberg zum Laufen gebracht habe, habe ich dann immer gesagt, das ist auch so ein falsch verstandener Mythos der Mitmachpartei. Wir sind eine, also auf Kommunalebene sind wir eine Selbstmachpartei. Entweder machst du es selbst oder das macht gar keiner. So. Und ich denke... Oder es kommt aber irgendwas ganz anderes raus, als du gewollt hast. Also ich denke, was wir jetzt machen müssen, ist unsere Organisation einfach feintunen, dass das leichter läuft. Also ich meine, ich habe auf der Fahrt hier habe ich gesagt, also wir haben ja Bufo und Larfos und da gibt es auch mal hier Himmeck und Damek.
Also wir haben eigentlich die falschen Sachen des Föderalismus haben wir eigentlich übernommen. Also wir sollten eigentlich wieder schauen, dass wir in eine Fahrspur kommen und in eine Richtung zielen. Also ganz wichtiger Punkt, also finde ich, das ist so ein Lappali, aber zum Beispiel Mitgliedsbeitragskonto. Also ich meine, warum können die jetzt nicht, also auf dem nächsten Bundesparteitag dieses Scheißding in die Satzung nehmen, dass es verpflichtend ist? Ne, da würden uns sämtliche Schatzmeister würden uns wahrscheinlich küssen, weil im Moment musste ja quasi, egal wo dieser Scheißmitgliedsbeitrag eingeht, muss es aufs verbuchen. Und das ist ja dieser wahnsinnige gordische Knoten, die uns diese Buchhaltung macht, dass wenn einer irgendwie seinen Mitgliedsbeitrag in KV Nürnberg zahlt, dann da kriegt er der Bund was und was weiß ich, dann muss ich ihn näher drücken. Nein, dieses scheiß Mitgliedsbeitrags- oder dieses dämliche Mitgliedsbeitragskonto ist eine geniale Idee, muss aber Pflichten in die Satzung eingenommen werden, damit es da einfach sowas wie gibt, wie also, ich war bloß auf dem, auf der Homepage vom Landesverband Berlin und da steht halt drauf, bitte zahlen Sie Ihren Mitgliedsbeitrag in Berlin. Da habe ich gedacht, die haben es auch noch nicht verstanden. Das macht aber NRW, glaube ich, auch. Das ist jetzt kein Berlin-Bashing. Aber ich habe von anderen Parteien gehört, Berlin ist immer wegen so eine eigene Sache. Die grundsätzliche Frage, und damit komme ich eigentlich zum Ende, ich liege unter der Zeit, die wir uns auch mal stellen sollten, und ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob wir überhaupt eine Partei sein wollen. Also wir haben es zwar im Namen, aber ich habe immer so das Gefühl, es gibt Gruppen, die wollen eigentlich lieber NGOs spielen, und es gibt Gruppen, die machen mehr so Schwafelclubs, wo am Schluss immer nichts, oder sagen wir so, nichts Konkretes dabei rauskommt, kann man jetzt nicht sagen. Aber ich habe immer das Gefühl, es hocken dann immer dieselben Leute zusammen und fangen immer wieder von vorne an, das diskutieren. Und das finde ich schade. Also ich denke, wir müssen da auch irgendwie eine Struktur finden, dass wenn schon mal ein Ergebnis vorhanden ist, dass das quasi auch niedergeschrieben und publiziert und dann irgendwo abgesegnet wird, dass wir nicht ständig bei jedem Stammtisch wieder von vorne anfangen. Das ist ziemlich ermüdend. Und das andere ist, wir müssen uns, glaube ich, auch wieder schauen, dass wir zum Markenkern kommen, also auch als Alleinstellungsmerkmal. Meine persönliche Meinung ist immer, also Datenschutz allein langt nicht. Ich denke, wir müssen schon auf diesem Internet rumreiten. Also so unser OB, kann ich auch nochmal einen Schwank aus der Praxis erzählen, unser OB in Nürnberg, der ist auch als analog Mali verschrien, weil er halt mit diesem ganzen Internet gar nichts anfangen kann. Und wir waren auf einer Jugendversammlung und da wurde der von unseren jungen Piraten aufs freie Netz, also jetzt fängt man, na, Freifunk angesprochen. Und dann schaut unser OB immer verunsichert zu mir und ich sage, ich bin Architekt. Was ich damit sagen will ist, wenn es ums Internet, um Datenschutz und um Sachen geht, da wird uns, wie auch der Seger schon gesagt hat, da wird uns eigentlich die Kompetenz zugeschrieben. Da werden wir dann plötzlich wieder aus der Kiste geholt und sagen, was sagen die Piraten eigentlich dazu? Und ich denke, diesen Magenkern, den müssen wir uns bewahren und auf den müssen wir rumreiten, weil, wie auch schon einer der Vorredner gesagt hat, die Themen Transparenz und Internet und so weiter, das ist alles von den anderen Parteien aufgegriffen worden. Der steht jetzt auch in ihren Programmen drinnen, aber was machen sie? Nix. Also das ist eigentlich das, was wir wieder aufs Tablett machen müssen. Also das eine ist, also die gemeinsamen Ziele herausarbeiten, unseren wieder uns wieder selbst motivieren, dass wir irgendwie wieder vorankommen. Und das andere ist, die strukturierte Programmarbeit einfach weiter vorantreiben. Und damit bin ich eigentlich fertig mit meinem Vortrag und ich hoffe, das war jetzt die ideale Überleitung zum Christus, weil der will uns ja quasi was über die Zukunft unserer Partei erzählen. Dankeschön. Ja, sehr richtig. Wir haben auf Bundesebene einen politischen Geschäftsführer mit einem angeblich unaussprechlichen Namen. Ich weiß gar nicht, wer es ihr habt. Der Mann heißt Christos Tingelotis. Ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Ne? Wer übrigens jetzt noch was Warmes zu essen möchte, sollte jetzt bestellen.
Ihr könnt euch aber ein bisschen Zeit lassen, bis ich fertig bin. Ich grüße euch erstmal vom Herzen. Ich gratuliere den LV Bayern zum 8-jährigen Jubiläum. 8 Jahre. Man bedenke, wir waren vor Jahren eine Bewegung, die auf die Straße gegangen sind, und wir sind jetzt groß geworden. Wir haben zwischen 20.000 und 35.000 Mitglieder, könnt ihr euch aussuchen. Wir werden wahrgenommen für unsere Kernthemen, wie die letzten Redner gesagt haben. Ich vergleiche das ganz gerne mit Porsche. Porsche wird nicht als Geländewagenfabrikant angesehen. Porsche wird nicht angesehen als Luftwaffenbauer oder sonst was dergleichen. Sie werden als Rennwagen-Autobauer wahrgenommen. Genauso wie wir Piraten als Kernpartei wahrgenommen werden, als Internetpartei. Natürlich haben wir ein bisschen Flüchtigkeits-, also hier Flüchtlingepolitik, also Asylpolitik. Wir haben ein bisschen hier und dort ein paar andere Sachen. Außenpolitik, AG Außenpolitik sind wir eine der stärksten, die wir haben. Aber wir sind und bleiben stark in unseren Kernthemen, weil wir nach außen dafür die letzten 8 Jahre gearbeitet haben. Und dafür müssen auch die nächsten Jahre arbeiten. Wir müssen in dem thematischen Bereich, wo wir stark sind, im Internet Akzente setzen. Was der Seko sagte vorhin, was der Olaf vorhin sagte, was NRW sagte. Alle wissen das. Wir müssen uns den Arsch auseinanderreißen, um wieder dahin zu kommen, wo wir hingehören. Nämlich bei über 5%. Wir haben die Möglichkeit. Wenn ich mir die CDU angucke mit der Merkel-Raute, dann könnte ich jedes Mal durch diese Raute durchkotzen. Wirklich durchkotzen. Sie macht nichts anderes, als die Merkel-Raute dahinzustellen und zu sagen, wir machen einfach mal gar nichts. Das ist die Politik, die momentan passiert in Deutschland. Es wird überhaupt gar keine Politik. Es passiert einfach nichts. Sie setzt sich hin und sitzt alles aus, wie der Kohl damals. Sie ist ja auch ein Lehrling von dem. Der Kohl saß, wer noch ein bisschen älter ist, in den 80er Jahren gab es ein Problem, da machen wir die Wiedervereinigung, da haben wir das Problem wieder gelöst. Aber so funktioniert das heutzutage nicht. Was wir nur machen müssen, ein bisschen besser machen müssen, ist für die Probleme, die es gibt, Lösungen anzubieten. Nicht dauernd rumzumeckern und zu sagen, das wollen wir nicht, jenes wollen wir nicht, drittes wollen wir nicht. Wir sind doch nicht die Grünen, das machen die Grünen die ganze Zeit. Wir sind die Piraten, wir bieten Lösungen an. Lösungen, die wir anbieten, sind nicht nur im Internet, die sind überall vorhanden. Wir haben fast 70 AGs, die aktiv sind. 70 AGs bundesweit. Wir haben 16 Landesverbände, wo davon definitiv die meisten aktiv sind. Wir haben die Möglichkeit, für unsere Jugend was zu machen und zu reißen. Und es ist eine Besonderheit, ein Pirat zu sein. Und ich persönlich bin stolz drauf, Pirat sein zu dürfen. Wichtig ist nur, ich sag's mal ganz salopp, dass wir wieder Eier in der Hose haben. Eier in der Hose, rausgehen und sagen, was wir wollen. Nicht Angst haben, dass irgendein Linksaußen uns mal wieder einen Shitstorm um die Ohren haut. Nicht irgendwie Angst haben, dass irgendjemand irgendwo irgendwas sagt, scheiß doch drauf, ist doch egal. Es ist im Endeffekt vollkommen egal, wer eine andere Meinung hat. Vertritt eure Meinung, geht raus und vertritt sie und verkauft sie und seid wieder Piraten mit einem Arsch in der Hose und sozusagen Eier in der Hose. Es ist natürlich schade, dass meine Kinder gerade da sind. Streicht diese Fäkalsprache. Wir haben einen Auftrag und aus meiner Sicht braucht Deutschland die Piratenpartei. Der Bürger braucht sie, damit aufgeklärt wird. Wenn ich im NSA-Ausschuss drin bin, als Schiffskapitän, habe ich ja vorhin gehört, wenn ich dort bin und mir dieses Gesulze des BND anhöre, dann werde ich nervös. Da sagen sie, ihr müsst euch mal vorstellen, dann sagen sie, ja, oh mein Gott, wahrscheinlich bis zur 5. Meterebene wird kontrolliert. Das Absolute heißt die 6. Die 6. ist die absolute Kontrolle. Die 5. ist fast alles. Selbst NSA macht nur die 3. Das heißt, der BND darf alles. Fast alles. Wahrscheinlich ist die 6. Ebene nur die Mitarbeiter vom BND, die nicht kontrolliert werden. Aber konkret ist, die 6. Metaebene wird kontrolliert. Es wird
Es kommt eine Mathematikprofessorin oder eine mathematikstudierte Mathematikperson dahin und sie wird nachgefragt vom Ausschuss, wie viele Daten werden gespeichert? Ja, da sagt sie, keine Ahnung. Das sagt der andere Mitarbeiter, ja, weiß ich nicht. Es weiß keiner. Das ist die sogenannte BND-Demenz. Die Leute wissen gar nichts im NSA-Ausschuss. Die wissen einfach nicht, was sie jahrzehntelang gearbeitet haben. Ihr müsst euch mal hinstellen, und da ist der Kollege hier von den Grünen, der ja so, der, wie heißt er noch? Ja, von Notz, genau der. Er sitzt dann da und sagt, Mensch, ich musste mich einarbeiten, 2009, als ich da hingekommen bin zum Bundestag, musste mich einarbeiten und ja, jetzt bin ich auf dem Stand. Ey, Alter, wir waren vor 10 Jahren auf dem Stand, wo du jetzt versuchst, da drinnen zu sein und du bist in diesem scheiß Ausschuss und kein Pirat und erzählst einem, du wärst Netzaktivist. Alter, nee, geht nicht. Es ist einfach eine ganz einfache Geschichte. Die Leute lesen irgendwas, was wir schreiben, kopieren das und denken, sie sind Netzabfirmen. Nee, sind sie nicht. Wenn ich mir Seko anhöre, der kann es. Wenn ich mir ihn anhöre, den Alex, der kann es. Und deshalb, solche Leute müssen in den Bundestag rein, damit sie den Typen in den Arsch auseinanderreißen und denen wirklich erklären, wie Netzpolitik funktioniert. Dass Netzpolitik nicht nur in Deutschland Firm ist oder dass wir international sind, das ist Netzpolitik. Und wir sind die einzige Partei, die ich kenne, die mit Netz international vernetzt ist. Ich bin bei Facebook-Gruppen in Thailand, ich bin in was weiß ich welche, also irgendwelche Schriftzeichen in China bin ich drin und so weiter. Das sind alles Gruppen, wo sich die Leute unterhalten. Auf meistens Englisch, wenn es Chinesisch ist, ja, schalte ich ab, verstehe ich nichts. Was aber wichtig ist, geht wieder raus und habt Eier in der Hose, wirklich. Wir können das. Geht raus und dieses Jahr wird erfolgreich. Danke euch. So, von wegen in Bayern wären keine Piraten in Parlamenten. Wir haben eine Bezirksrätin hier. Wir haben insgesamt 4 Bezirksräte. Danke, Gabi. Ne? Gabi Berg ist heute hier, weil gerade in Oberbayern und in den Schwaben ja auch sehr erfolgreich gearbeitet wird. Und da sollten wir uns doch mal drüber informieren lassen. Hallo, Gabi. Hallo, ich habe zu Hause ein bisschen was vorbereitet, aber aufgrund der Uhrzeit und ihr den ganzen Tag schon so dermaßen den Kopf voll geschwallt bekommen habt über alles Mögliche, wollte ich einfach nur mal ganz kurz erklären, wisst ihr eigentlich, was wir im Bezirkstag machen? Weiß das jemand? Also wir sind dritte kommunale Ebene und uns gehört quasi die ganze psychiatrischen Einrichtungen in Bayern, aufgeteilt auf die verschiedenen Bezirke. Wir haben Heimatpflege und so ein paar Randgruppen, aber hauptsächlich Hörbehinderte und Psychiatrie, das ist so unser Haupteinsatzpunkt. Ist nicht wirklich Piratik. Am Anfang waren ja auch die Diskussionen, stellen wir überhaupt Mandats- oder Kandidaten auf für so eine unpiratige Geschichte. Andere sagten, soll man nicht dafür plädieren, dass dieser ganze Bezirk überhaupt abgeschafft wird. Nach 14 Monaten Bezirksrat muss ich sagen, zu Anfang habe ich auch gedacht, was soll diese Scheiße hier, da sitzen alles Leute, die irgendwo bei den Parteien ein Pöstchen brauchen, 700 Euro im Monat kassieren und sich da gut absitzen. Mittlerweile habe ich das System so ein bisschen besser durchblickt, so wie es auch in Nürnberg ist, läuft es bei uns auch nicht viel anders. Politik passiert im Kaffee trinken. Zu Anfangs hatten wir sehr unguten Einstieg, weil in der Wahlkampfphase wollte der Bezirk Oberbayern bei der letzten Sitzung sich für jeden Bezirksrat ein iPad gönnen, weil im großen Raum
nicht genug Steckdosen sind und kein WLAN. Das heißt, der Bezirk hätte allen 69 Räten ein iPad geschenkt, inklusive diesen monatlichen Kosten für die 2-Jahre-Verträge. Das fanden wir ein bisschen doof. Wir haben da, nachdem wir das gelesen haben, Martina und ich an die Zeitung geschrieben, haben wir aufgerechnet, wie billig man käme mit Verteilerdosen und dem Hotspot. Ja, und wie viel man mit diesem Geld dann auch für andere Leute tun kann. Ja? Also Bezirk unterstützt natürlich auch alte Menschen, die erst ins Altenheim oder die Pflege nicht bezahlen könnten. Und wie vielen Leuten man damit helfen kann. Einen Tag drauf kam dann in der Zeitung, dass der Bezirk jetzt davon absieht, iPads für alle Bezirksräte zu kaufen, weil das im Moment dem Wähler nicht vermittelbar ist. Von den Piraten stand nichts drin. Also ich bin in den Bezirkstag eingezogen und habe kein iPad bekommen. Dumm gelaufen, Eigentor. Was wir aber gleich zu Beginn gemacht haben, waren die Diäten erhöht. Und ich bekomme 40 Euro, das konnte ich mir aussuchen, noch extra im Monat, wenn ich alles digital bekomme. Ja, also die Sitzungsunterlagen, alles so per PDF. Ja, Fakt ist, seit einem Jahr bekomme ich jeden Monat 40 Euro für diese Internetübertragung der Daten und bekomme zusätzlich ungefähr in der Woche so ein Stapel Papier. Jedes Mal Anfrage, ich bringe es mittlerweile zurück, weil ich keinen Bock habe, jedes Mal diese ganze Papiermülltonne voll zu haben. Dann sollen die sich mit dem Schrott auseinandersetzen. Und jedes Mal heißt, ja, wir haben im Pressedienst da so gerade wieder einen kleinen Personalwechsel. Die schnallen das nicht. Ich meine, es geht überhaupt nicht. Also wir kriegen einen Haufen Geld dafür, dass quasi doppelt bezahlt wird. Wir haben genauso, wie es in Nürnberg ist, bei uns heißt es Kooperationsvertrag zwischen CSU und SPD, der so funktioniert, dass die SPD ein paar Aufsichtsräte bekommen hat und dafür mit der CSU zusammen immer abstimmt. Wir dürfen ab und zu mal mitspielen, einen guten Antrag. Unser erster übrigens auch über Open Office reingekommen. Wir waren total stolz, unser erster Antrag. Nichts Besonderes, nichts Piratiges, Nachtfischverbot Oberbayern. Aufheben. Ja, dann kam ewig keine Antwort, dann haben wir nachgefragt, dann hieß es so ungefähr nach dem Motto, Mädels, lass mal, das regeln wir schon. Bei der nächsten großen Sitzung hat dann der Hof- und Hausrechtsanwalt unseren Antrag für seinen eigenen vorgetragen und der ging dann natürlich auch durch. Ne? Erfolgreich waren wir diesmal mit Teaser. Soll ich aufhören? Sei natürlich. Den Teaser-Antrag haben wir richtig gut durchbekommen. Wir haben eine Petition jetzt, dass der Bezirk sich genauso wie die Städte Therge gegen Teaser stellen. Was ganz witzig bei der Vorabbesprechung war, da hat der Typ von der Fraktionsvorsitzende von der CSU unseren Hof- und Hausjuristen gefragt, haben Sie schon eine Idee, wie sich das Teaser auf uns auswirken könnte? Und unser Haus- und Hofjurist hat gesagt, ach, wir sind ja auch nicht in dem Kreis der Erlesenen, die wissen, was da drin ist. Und aber aus der Erfahrung der letzten Jahre wissen wir ja, es wird ja nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Fand ich super gut. Mit einem mir persönlich am Herzen liegenden Antrag über den Maßregelvollzug sind wir abgekackt. Maßregelvollzug sitzen die Leute, die entweder ihre Tat nicht einsehen konnten und deswegen nicht im Knast sind, sondern in der geschlossenen Psychiatrie und die Leute mit Drogenproblemen. Das ist noch ein schlimmerer rechtsfreier Raum, als ihr euch das jemals vorstellen könnt. Jetzt werden die Regeln sollen neu aufgestellt werden für den Maßregelvollzug. Die werden noch weiterhin verschärft, wie das so in Bayern üblich ist. Wir haben einen ganz großen Antrag mit der Linken zusammengestellt.
die Anträge im Bezirk gehen ans Präsidium. Das heißt, man schreibt an den Präsident, der gibt es im Haus- und Hofjuristen weiter, der denkt sich, ob er das will oder was er nicht will, dann schreibt er seine Stellungnahme, die geht an die Fraktionsvorsitzenden und dann wird das quasi gemacht, was das Präsidium. Also als Mandatsträger hast du da nicht wirklich was zum Mitreden. Dieser Maßregelvollzug-Antrag hat mich eins gelehrt. Der von der Fraktionsvorsitzende von der CSU hat gesagt, wissen Sie, Sie haben sich ja viel Mühe gegeben, aber es sind so viele Paragraphen drin, überlassen wir das doch den Juristen. Der von der SPD hat gesagt, es sind ein paar gute Ansätze drin, aber prinzipiell mag ich es nicht, wenn man der Psychiatrie ans Bein kackt. Und damit war der Antrag durch. Meinen nächsten Antrag werde ich ans Präsidium schreiben und in der leichten, verständlichen Sprache, was ich überhaupt damit aussagen will, an jeden einzelnen Bezirksrat. Weil die haben ja alle überhaupt nicht verstanden, um was es da geht. Es hat auch keiner gelesen. Und das ist so ein bisschen ein Problem. Da sitzen einfach Leute drin, die vorne einer hebt die Hand und alle heben sie mit. Also man muss halt einfach gucken, dass man hintenrum versucht, seine Sachen durchzubekommen. Und ich bin jetzt ein bisschen schlauer geworden. Ich schreibe jetzt alle Anträge auch gleichzeitig an alle Bezirksräte als CC. Und gerade so bei Sachen wie Maßregelvollzug, was wirklich absolut, absolut menschenverachtend ist, was da läuft, wenn sie dann trotzdem dagegen stimmen, dann sollen sie halt mal gucken, wie sie morgens im Spiegel gucken können. Gut, das war's, was wir so nächstes Mal vorhaben. Ich glaube, jetzt ist die Veranstaltung zu Ende. So, das habt ihr gut gemacht. Ihr habt jetzt ganz schön was ausgehalten an Reden und an Informationen. Damit sind wir jetzt fertig. Es gibt ein paar Leute, die gearbeitet haben wie die Heinzelmännchen, damit das hier überhaupt stattfinden kann. Ich hätte gerne mal hier vorne Jürgen Purzner. Markus Herrmann. Dem habt ihr die Torte zu verdanken. Detlef Rausch. Wolfgang Wiese. Und für die SG Event, wenn du da hinten weg kannst, der Ron, bitte. So, damit kennt ihr jetzt auch den Vorstand des Kreisverbands Erlangen. Ne? Und Erlangen und Erlangen-Höchstadt. Vielen, vielen Dank. Wir hatten ja jetzt dann auch in den Ablauf geschrieben, dass wir jetzt ein informelles Get-Together haben. Dann würde ich mal sagen, Get-Together. Vielen Dank für Zuhören und Dasein.